Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Studio im Format Naturmedizin. Ich darf heute wieder mit einem Biologe sprechen. Und diese ganzen Sendungen, die ich mit ihm schon machen durfte, hat uns ein bisschen die Natur viel, viel näher nach Hause gebracht. Und ich bin sehr stolz darüber, heute eine Sendung machen zu dürfen über diesen ganzen Desinfektions- und Sterilitätswahn, der heutzutage wirklich herrscht, der uns alle herumtreibt und wir uns auch an der Küche alles rigoros sauber bürsten und schmieren und mit Mitteln agieren, die wirklich alles keimfrei machen und abtöten. Ist das alles eine gute Entwicklung oder schadet die uns viel mehr, als wir uns eigentlich diesbezüglich überhaupt gewahr wissen? Ich möchte das Thema anschneiden und bin gespannt, wohin die Reise geht. Bleiben Sie dran. Da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Biologe zeigen, der hier ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Marco Privitera. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe gerade so einen Wortklaube. Biologe ist bio und logisch. Richtig. Davon sind wir heutzutage aber leider Gottes weit entfernt. Wirklich? Ja, weil die Biologie leider Gottes immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Jetzt Gott sei Dank auch wieder mehr in den wissenschaftlichen Fokus getreten ist, aber erst die letzten 10 bis 15 Jahre. Gerade wenn wir die probiotische Ebene oder die Wirksamkeit von Bakterien im physiologischen Bereich heransehen, wie ich angefangen habe, vor 15 Jahren hat es 2000, 3000 Studien vielleicht gegeben, mittlerweile sind wir weit über 50.000 Studien. Und jedes Jahr kommen neue Studien dazu, weil eben diese probiotische Thematik, diese Thematik von physiologisch wichtigen und gesunden Bakterien immer mehr Themen auch betrifft, immer mehr Forschungsgruppen betrifft. Am letzten Untersuchungsergebnis sind zum Beispiel zum Thema degenerative Erkrankungen gekommen. Multiple Sklerose, Alzheimer, Parkinson. Da haben wir auch sehr, sehr viele Andockpunkte, weil wir auch das sehen, hat sich, glaube ich, bestätigt. Bestätigt, dass, absolut bestätigt. Dass diese Darm-Hirn-Achse hier genau, zusammenhängt. Genau, diese sogenannte Gut-Brain-Axis kommt einen sehr, sehr starken Zusammenhang nahe. Warum? Weil wir effektive Wirkmechanismen haben, die miteinander wirken. Wir wissen eigentlich, dass lediglich 10% der Information vom Gehirn in Richtung Bauch geht und 90% der Information tatsächlich vom Bauch Richtung Gehirn geht, über das sogenannte enterine Nervensystem. Das eigentlich gleich aussieht natürlich wie unser zentrales Nervensystem und die gleichen Funktionen natürlich auch dementsprechend hat. Deswegen haben wir auch die Problematik, dass alles, was sich physiologisch auf das zentrale Nervensystem auswirkt, Beruhigungsmittel, Schlaftabletten, auch eine Auswirkung auf unseren Verdauungstrakt hat. Beruhigungsmittel haben immer einen einschläfernden Charakter für unseren Verdauungstrakt und führt sehr, sehr häufig zu Verstopfungsproblematiken. Mhm. Wenn jetzt aber die Verstopfungsproblematik über einen längeren Zeitraum vorhanden ist, haben wir die Problematik, dass die Entleerung des Verdauungstrakts nur sehr reduziert stattfindet und teilweise Substanzen, die jetzt im Stuhl drinnen sind und ausgeschieden werden sollten, entweder unabsichtlich aufgenommen werden oder nochmals verstoffwechselt werden und die Funktion dementsprechend auch verstärkt wird. Da haben wir eine große Problematik in der heutigen Zeit, weil wir auch hier sehr unnatürlich teilweise arbeiten. Mhm. Weil wir hier nicht die Funktion des Verdauungstraktes eigentlich herannehmen. Obwohl wir die Negativebene immer kennen. Leute mit Prüfungsängsten zum Beispiel. Jeder von uns hat vielleicht einen Schulkollegen auch in der Schule gehabt, der vor der Prüfung oder vor der Schularbeit noch schnell auf die Toilette laufen musste, weil er es nicht mehr halten konnte. Mhm. Das ist diese negative Stressachse. Mhm. Heutzutage wird aber auch zu viel über nur negativen Stress gesprochen. Wir müssen auch den positiven Stress wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Stress ist ja per se nichts Schlechtes. Stress ist etwas, was mich überleben lässt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach unserem Interview hinausgehe auf den Parkplatz und plötzlich ein LKW schnell von der Seite kommt, dann wird es ein gutes sein, eine Stressreaktion zu erleben, weil die wird mich dann dementsprechend dadurch unterstützen, dass ich dem LKW noch entkomme. Ja. Wenn ich aber lethargisch bin und eine Negativstressachse zum Beispiel habe und nicht mehr reagieren kann, ist das natürlich für unsere meine eigene Evolution natürlich nicht unbedingt ideal und wird es nicht mehr möglich machen, dass ich mich vervielfältige dann dementsprechend weiterhin. Wir gehen aber gleich jetzt ins Thema rein, aber was ich noch sagen wollte, meiner Erachtens müssten habe viel, viel mehr Mediziner, Chemiker und Biologen zusammen. Jeder schaut das von einer anderen Seite an. Ja, genau.
Es ist leider Gottes diese Verbindung im Prinzip der Arbeiten wäre irrsinnig interessant. Mhm. Weil wir natürlich, wie du richtig sagst, sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren und unterschiedliche Sichtweisen auch dementsprechend mhm. haben. Ein Biologe hat eine ganz andere Sichtweise für eine Problematik, möglicherweise der Schulmediziner. Mhm. Der Schulmediziner hat per se natürlich immer die Aufgabe, Erkrankungen zu finden und Erkrankungen zu verbessern. Der Biologe geht aber eher in diese unfunktionelle Ebene. Wo sind Funktionen gestört und wie kann ich Funktionen regulieren, um da eine Verbesserung dann dementsprechend im Prinzip zu erleben? Also Unterschied ist immer Heilung und Regulation. Wir müssten heutzutage viel, viel stärker in diese Regulation auch hinein, damit wir eben gar nicht in diesen Erkrankungszustand kommen. Klar, aber dann sind wir auf der Ursachenebene und nicht auf der Wirkungsebene. Richtig. Genau, und da sind wir wirklich in einem wichtigen Thema. Aber gehen wir jetzt mal rein in diesen Desinfektions- und Sterilitätswahn, wo heutzutage herrscht. Ich habe in einem Buch von Frau Anne-Marie Katharina Czocke gelesen, dass die Fußsohle rund 800 verschiedene Bakterienstämme hat, ja, in einem Symbionte zusammenleben, ja, und ein gutes, gesundes Fußmilieu machen. Genau. Und wenn hier eine gestörte Verhältnisse stehen in den Bakterien, dann können sich zum Beispiel Fußpilz geben. Fußpilz, vollkommen richtig. 200 verschiedene Bakterienstämme hier auf meiner Hand und wenn, ja, ich dir die Hand schüttle, deine 200 und meine 200 gibt 400. Genau, aber reduziert sich dann aber auch wieder. Also diese, ja, 400 bleiben dann nicht existent, sondern die 200, die du ja schon selber hast, haben meistens das Hautmikrobiom oder die Hautbarriere sehr, sehr gut im Prinzip besetzt. Mhm. Das heißt, es kommt eigentlich nur zum kurzfristigen Kontakt mit meinen Bakterien. Wenn Plätze frei sind, können diese übernommen werden. Wenn aber keine Plätze frei sind, tun sich diese Bakterien schwer, würden dann im Prinzip dann wieder abwandern. Mhm. Diese 800 ist sowieso so ein bisschen eine magische Zahl eigentlich im Prinzip in der Mikrobiomkunde. Wir haben sie nicht nur auf den Füßen, sondern wir wissen auch mittlerweile, dass zwischen 500 und 800 verschiedene Arten in meinem Mundmikrobiom vorkommen. Wir wissen, dass in Industriestaaten 300 bis 500 verschiedene Arten in meinem Darm vorkommen. Wir wissen aber auch, dass in nicht industriellen Staaten teilweise 800 bis 1200 verschiedene Arten kommen. Und da sehen wir auch den Unterschied, mhm, zwischen Industrieland und einem Entwicklungsland. Ein Entwicklungsland hat natürlich wirtschaftlichen Negativum, vielleicht keinen hohen finanziellen Standard, aber mikrobiell einen wunderbaren Standard. Nehmen wir native Völker, indogene Völker. Wir haben ja nicht mehr viele indogene Völker, die unberührt sind. Wir sprechen jetzt von drei eigentlich noch. Und da hat man Untersuchungen gemacht und gesehen, dass es schon zu einer Veränderung des Mikrobioms kommt gegenüber unserer Industrieländern, aber vor allem auch diese Artenvielfalt ein viel, viel höherer ist, als es bei uns der Fall ist. Weil der Punkt der Sterilität, der Punkt der Desinfektion, das passiert ja nicht nur an den Händen mit Desinfektionsmitteln. Denken wir an unsere Ernährung, denken wir an Konservierungsstoffe. Was macht ein Konservierungsstoff? Ein Konservierungsstoff tötet Bakterien. Gleiche Funktion wie ein Desinfektionsmittel. Aber wenn ich eine Dose aufmache mit Lebensmitteln, die konserviert sind, dann töte ich doch dann hier unten im Darm wieder Bakterien, oder? Vollkommen richtig. Ach, ja. Scheiße, wirklich? Ja. Man hat auch in Amerika eine Untersuchung gemacht, weil das ist ein bisschen makaber jetzt, aber relativ interessant, weil man gesehen hat, dass der Zerfallsprozess bei Leichen später stattfindet und hat das zurückführen können auf die hohe Anzahl an Konservierungsmitteln. Ja. Das ist natürlich super, wenn ich mich dann nach dem Tod noch irgendwo in die Ecke platzieren kann und noch hübsch aussehe, 3-4 Tage länger, aber dafür im lebenden Zyklus nicht unbedingt physiologisch gesund gelebt habe. Also da wäre es natürlich unfassbar, besser, schnell in diese Zersetzung hineinzugehen und gesund zu leben. Auf jeder Dose müsste doch ein Risikohinweis draufstehen. Es reduziert das Mikrobiom. Ja. Ja, müsste. Und dann schlucke ich auf der einen Seite wieder Mikrobiom, auf der anderen Seite macht man es wieder kaputt, oder? Ich meine, es ist so ein Schwachsinn, oder? Ja, wir sind leider Gottes noch in einer Ebene drinnen, wo beides wirksam ist. Also der moderne Lebensstil, der mit Schnelligkeit einhergeht, den konservieren tue ich immer nur, weil ich es eilig habe und es länger haltbar sein muss. Das muss ja nicht sein. Warum brauche ich Lebensmittel, die ein oder zwei Jahre oder noch länger im Prinzip halten? Benötige ich eigentlich nicht. Das kann ich auch über Fermentation zum Beispiel machen. Auch hier kann ich Lebensmittel haltbarer machen.
Aber da hat die Funktion der Bakterien einen lebenserhaltenden Funktion. Konservierungsmittel sind das irgendwelche E-Nummern wahrscheinlich? E-Nummern, ja. Das ist all das, was wir sehr häufig als Emulgatoren dann bezeichnen, als E-Nummern dann dementsprechend kennen und dementsprechend aber auch einen negativen Effekt auf unser Mikrobiom dann dementsprechend hat. Also da haben wir die Problematik, dass es nicht nur zu einer Reduktion des Mikrobioms kommt, sondern es auch zu negativen Grunderscheinungen kommt. Das heißt, auch die Verstoffwechselung der Bakterien wird nachhaltig gestört über Geschmacksverstärker, über Farbstoffe zum Beispiel auch. Wir wissen ja nicht nur von Farbstoffen, wissen wir mittlerweile, dass einige sehr stark krebserregend sind. Haben wir bis dato das immer nur in diese krebserregende Schiene leider Gottes abgegeben und wissen aber auch gleichzeitig, dass es das Mikrobiom sehr, sehr stark und negativ belastet. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen oder auch da Forschung anzustellen, ob es hier einen Zusammenhang gibt. Ob es durch diese Reduktion des Mikrobioms und durch die Belastung des Mikrobioms möglicherweise tatsächlich auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit eines karzinogenen Geschehens dann auch dementsprechend kommt. Also ich teile halt immer noch die These, darmgesund, menschgesund. Ja. Und das sind ja auch Sätze von namhaften Ärzten, auch geschichtlich hochrelevanten Ärzten, die das ja immer gesagt haben, dass wir achten sollten auf den Darm. Also Konservierungsmittel ist echt kontraproduktiv absolut für unsere Gesundheit. Aber jetzt gehen wir mal wirklich zur Haut. Gehen wir mal diese Desinfektion, die laufen ja heute noch. Ich meine, das Thema einfachste Form der Desinfektion ist natürlich immer die Hand. Genau, die Pandemie ist durch und trotzdem sehe ich die Leute nach wie vor, sie schmieren sich und desinfizieren sich die Hände. Ja. Was passiert hier? Sie reduzieren das eigene Hautmikrobiom und durch die Reduktion des eigenen Hautmikrobioms ist die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung der Hautbarriere natürlich viel, viel höher. Gerade wenn man es auch mit Arbeitsbereichen vielleicht auch zu tun hat, die dann mit aggressiven Putzmitteln dann zum Beispiel auch arbeiten. Oder Färbemittel, das ist zum Beispiel Friseure, Friseurinnen sind damit inkludiert. Putzmänner, Putzfrauen sind damit inkludiert. Alle, die mit scharfen Mitteln im Prinzip dann dementsprechend arbeiten, sind damit inkludiert. Die haben keinen Schutz mehr, das Gift direkt auf die Haut. Genau, und es kommt dazu, dass es zu schweren Entzündungen dann dementsprechend kommt. Mhm. Das natürlich A, schmerzhaft ist, B, natürlich auch dann dementsprechend die Problematik auch da führt, wenn die Entzündung nicht abgebaut werden kann, kommt es natürlich auch dazu, dass das Immunsystem fehlreguliert wird. Also eine Entzündung an sich ist ja ein positiver Effekt des Immunsystems im Wundheilungsprozess und auch absolut notwendig. Aber es ist auch notwendig, dass das Immunsystem erkennt, wann eine Entzündung wieder abgebaut werden muss. Und wenn wir dann in diese chronischen Entzündungen hineingehen, zu diesen sogenannten Silent Inflammations, also diese stillliegenden Entzündungen, die sehr schwer sogar nur nachweisbar sind, über CRP zum Beispiel im Blut ist das gar nicht fast nachweisbar, dann müsste man das HSCRP heranziehen oder auch andere Faktoren dann dementsprechend heranziehen, wissen wir, dass das unglaublich viele negative Faktoren auf unsere Gesundheit hat. Nicht nur auf die Gesundheit, sondern auch auf das Leben an sich. Stressfaktoren zum Beispiel auch können dadurch viel, viel stärker natürlich indiziert werden. Mhm. Wir wissen natürlich auch, wenn das Mikrobiom nicht passend ist, zum Beispiel auch im Verdauungstrakt, kommt man auch viel, viel schneller in diese Stressebene hinein. Also diese Kombination aus verschiedenen Faktoren ist schon ein ganz, ganz großes Ding und muss auch noch viel, viel stärker mit in Augenschein genommen werden. Und das wird so die Forschungsarbeit in den nächsten Jahren auch dann dementsprechend sein, dass man dann diese verschiedenen Gebiete, die man bis dato aufgemacht hat, auch langsam sich anschaut, wo gibt's denn hier dann Kombinationen? Und Verbindungen. Aber kann man sagen, wenn ich mir das wirklich immer wieder wegwische und dann eigentlich nackt bin, ja, dass ich eigentlich Tür und Tor mir öffne, um Krankheitenserreger eigentlich in meinen Körper einzuverleiben, also aufzunehmen. Absolut richtig. Das ist im Endeffekt so, als wenn Sie die Türe aufmachen. Es ist aber schon... Sich zu Hause die Türe aufmachen, alles offen lassen, sich dann wundern, wenn Fremde plötzlich hineinkommen. Genauso ist es vergleichbar. Aber diesen Satz muss man jetzt auf der Zunge zergehen lassen, ja, oder? Ja, und das ist so die Problem. Das ist auch das, was wir unbedingt machen müssen, die Leute darauf aufmerksam machen, welche Funktionen eigentlich diese Bakterien haben und was passiert, wenn sie weg sind. Was passiert, wenn sie reduziert sind? Was passiert zum Beispiel, wenn man morgens duscht? Und ich meine, sehr viele Leute haben so ein Shampoo, was auch sehr viel chemische Stoffe drin hat. Ja, und da wird der ganze auch Körper eingeschmiert. Mhm. Nimmt diese scharfen Mittel, diese Shampoos zum Teil auch das Mikrobiom der Haut weg, oder? Reduziert auch das Mikrobiom, aber bei Weitem nicht so stark, wie es bei einer klassischen Desinfektion im Prinzip gemacht wird. Weil die klassische Desinfektion wirkt wirklich antibakteriell und teilweise bis zu 99% der Bakterien reduziert. Das ist bei einem Duschshampoo Gott sei Dank nicht so der Fall. Gleichzeitig reduzieren sie zwar auch ein bisschen das Mikrobiom,
Aber es kommt natürlich über den Tag dann wieder zu einer Regulation. Bakterien teilen sich ja dann dementsprechend, können diese Stellen dann wunderbar übernehmen. Bakterien haben übrigens auch ein eingebautes GPS-System. Wir haben Bakterien, wir finden Bakterien hinter dem Ohr und die gleiche Gattung an Bakterien hinter dem linken Ohr, aber nirgendwo dazwischen. Bakterien wissen ganz genau, wo sie sich andocken müssen, wo sie hinwandern können. Deswegen ist ja auch die Vaginalbesiedelung zum Beispiel der Frau, funktioniert auch über den oralen Weg. Es wird ständig nur lokal gearbeitet, aber auch der orale Weg ist ein ganz, ganz wichtig. Man hat das bei Transgender-Personen gesehen. Das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Oral, Mund ja. und Vaginalbakterienstämme? Sind das die gleichen Bakterienstämme, oder? Es sind ähnliche, oder sind gleiche Bakterien. Nicht alle Bakterien, die oral zugeführt werden, haben dann auch wirklich diese Vaginalkraft oder werden dann auch im Vaginalbereich angedockt, aber Lactobacillen, Kolibakterien schon. Wir haben im Prinzip, ist der Darm das Reservoir für den Vaginalbereich. Das heißt natürlich auch dementsprechend, wird im Vaginalbereich die bakterielle Lage sehr stark reduziert, muss aus dem Darm nachbesiedelt werden. Und wenn wir jetzt eine Fehlbesiedelung im Verdauungstrakt haben, viele Kolibakterien zum Beispiel auch haben, hat es natürlich auch Auswirkungen auf den Vaginalbereich und kann natürlich dann auch zu bakteriellen Vaginosen hauptsächlich führen. Habe sehr, sehr viele Klientinnen zum Beispiel auch, die wirklich schon teilweise austherapiert sind, wo der Schulmediziner gesagt hat, wir können prinzipiell eigentlich nichts mehr machen, weil bereits die Stämme antibiotikaresistent getestet wurden. Und haben dann auch lokal gearbeitet mit einem eigentlichen Mundspray und aber auch oral gearbeitet mit einem Symbiotikum, das eben lebende Keime beinhaltet, aber auch Mikronährstoffe beinhaltet auf Molekularebene, die sehr schnell bioverfügbar sind und haben dann innerhalb von 4 Wochen eine sehr, sehr gute Verbesserung hinbekommen und habe erst vor ein paar Tagen die Rückmeldung von der Dame bekommen, so ist jetzt knapp zwei Jahre her, dass es ihr sehr, sehr gut geht damit. Also bei Krankenhauskeime, antibiotikaresistenten Keimen habe ich jetzt zum Beispiel in einem Buch von der Frau Czocke auch wieder gelesen. Ja. Die spreit einfach Symbiotikums auf diese Gegend. Ja. Und jetzt kommen diese harmonischen Bakterien, harmonisieren, befriedigen die Aggressiven. Sie machen sie freundlicher. Sie befrieden sie. Befrieden sie. Und jetzt ist Harmonie in diesem Raum. Und das finde ich eine unfassbar bedeutsame Erkenntnis. Auch im Bereich der Desinfektion wäre das zum Beispiel auch interessant. Wir wissen zum Beispiel statt auch, wegnehmen, Arbeiten, harmonisieren. So, genau. Das hat sie auch immer gemacht. Wir verdrängen. Es geht im Prinzip eigentlich darum zu schauen, wie kann ich den Bereich optimal besiedeln. Wir haben keinen sterilen Raum. Das werden sie nicht schaffen. Das geht nicht. Wir werden immer Bakterien irgendwo haben, weil Bakterien einfach absolute Überlebenskünstler sind. Also wenn wir wegwischen, haben wir sofort von der Luft sofort die nächsten. Ne? Aber nicht mehr meine, nicht mehr die gleichen, sondern... Andere. Möglicherweise andere. Kommt immer auf die Situation drauf an. Wir kennen Bakterien, die an einem Black Smokers leben, da plus 200 Grad und hohen Schwefelgehalt. Wir haben Bakterien gefunden an der Raumsonde. Das heißt im Prinzip, die haben eigentlich in einem existenten Raum gelebt, wo bis dato jeder geglaubt hat, kein Leben möglich. Nein, Bakterien können das. Bakterien können Minusgrade überleben von minus 200, weil wir sie in ewigen Gletschern gefunden haben, am Polarkreis dort gefunden haben. Also das ist ein Wahnsinn, was Bakterien eigentlich aushalten. Und es gibt in Holland zum Beispiel auch Arbeiten in Krankenhäusern, wo man mit probiotischen Bakterien gearbeitet hat und geputzt hat, um eben eigentlich einen physiologisch gesunden bakteriellen Raum zu besiedeln und eben dadurch diese pathogenen Keime zu reduzieren, weil sie automatisch verdrängt werden. Bakterien können sich gegenseitig verdrängen über Aktivmechanismen, über Passivmechanismen. Sie haben ein eigenes Immunsystem, das Viren angreift, das Parasiten angreift, das andere Bakterien angreift. Sie produzieren Giftstoffe zum Beispiel auch, Bifidobakterien produzieren Bifidin. Das ist ein Gift, das zielgerichtet gegen andere Bakterien zum Beispiel auch geht. Also ganz, ganz interessant. Also auch eine natürlich antibiotische Wirkung, ohne unkontrolliert antibiotisch zu wirken. Das müssten wir uns eigentlich viel, viel mehr noch erforschen und viel, viel mehr noch zu Herzen nehmen. Und das ist auch der Grund, warum ich in der Praxis sehr, sehr gerne mit Symbiotikern arbeite, Kombination aus lebenden Bakterien, Mikronährstoffen, Phytotherapeutikern, also wieder pflanzliche Heilmittel im Prinzip, um da auch wirklich einen mehrfachen Effekt für die Klienten dann dementsprechend auch zu haben. Mhm. Ich wende es auch selbst zu Hause an. Also es ist nicht so, dass es nur in der Praxis empfohlen wird, sondern es wird auch
effektiv und aktiv zu Hause gemacht. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich in diese Schiene hineingekommen bin, weil ich schon als Jugendlicher starke Problematiken auch mit dem Magen, mit dem Verdauungstrakt hatte und das dann quasi selbst austherapiert habe, nachdem die Ärzte gesagt haben, wir wissen es nicht, was wir machen sollen. Also wenn sie dann mit 16 Jahren mit einem Magengeschwür ins Krankenhaus eingeliefert werden, nur noch Blut erbrechen und dann der Arzt sagt, operieren und mehr müssen wir halt schauen, was wir machen, ist das nicht unbedingt das, was sie hören möchten. Ja, gerade mit 16 sehe ich auch, woher das, diese ganze Kompetenz zu Bakterien gekommen ist. Ja. Es ist immer Eigeninteresse. Das Eigeninteresse ist immer natürlich der größte Fakt und der größte Motor, dann dementsprechend sich Wissen anzueignen. Mhm. Also, also statt Desinfektionen zu machen, am eigenen Körper optimale Besiedlungsmöglichkeiten, ja, oder eben mit einem Spray die Hand einzuspreien, genau, damit man harmonische Bakterienstämme mit möglicherweise pathologischen Keimen wieder neutralisiert. Zurückzieht. Genau. Also man lebt eigentlich eins mit der Natur und nicht gegen die Natur. Ja. Wenn wir uns vorstellen, dass Bakterien immer pathogen wären, wie hätten wir ansonsten so lange überlebt? Also das darf man ja auch nicht. Die Frage vergessen. Darf man laut nicht stellen. Ja, das ist halt, wenn wir uns heransehen, seit wann es Antibiotika gibt und wie lange es den Menschen gibt, ist ja eigentlich die Frage, wie lange haben wir ohne Antibiotika eigentlich überlebt? Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch leben. Wie ist das gegangen? Ja, ja, genau, ja, so ja, ist es. Es ist ein Wunder. Wie ist das gegangen? Der Mensch überlebt schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden im Prinzip. Und wir werden auch hoffentlich noch etwas länger überleben, aber nur dann, wenn wir uns wieder auf die Natur zurückbeziehen. Denn wenn wir uns die menschliche Geschichte ansehen, leben wir viel, viel länger mit der Natur als gegen die Natur. Gegen die Natur sind knapp die letzten 30 bis 40 Jahre verstärkt. Und da sind auch, das ist auch der Grund, wenn wir uns die Krankenstudien oder die Studien der Erkrankungen ansehen und die Fallzahlen der Erkrankungen ansehen, sehen wir auch, dass ab 1970, 1980 die sogenannten Zivilisationserkrankungen plötzlich explodiert sind. Ja. Obwohl wir eigentlich in einer Welt leben, wo wir sehr vieles verbessern können, wo wir sehr viel, schon die Altersgrenze schon weit hinausgezögert haben. Aber was hilft uns das, wenn wir krank alt werden? Tja, also wir müssen uns da ernsthaft die Frage stellen, ja, ist das gegen die Bakterien zu leben und zu arbeiten produktiv gewesen hinsichtlich der Gesundheitsentwicklung oder destruktiv? Und ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Ich meine, klar ist es gut, gewisse Operationen, offene Wunde zu desinfizieren, müssen wir nicht diskutieren. Ja, oder? Das ist ein Segen, was da die Medizin gebracht hat. Aber eben dieses starke gegen die Natur zu arbeiten, ist zu viel. Etwas. Es ist zu viel. Es ist zu aggressiv. Natürlich muss man, Antibiosen sind notwendig. Wenn wir Hochpathogene haben, wie zum Beispiel Clostridium difficile, dann müssen wir mal mit einer Antibiose hineingehen. Aber wir müssen trotzdem auch gleichzeitig schauen, dass unsere physiologischen Bakterien keine Schaden dadurch haben. Ja, aber das ist eigentlich, wir sind nur, wir machen kaputt, aber bauen nicht auf. Genau. Das ist auch der Grund, warum ich sage, es ist die Regulierung, wäre eigentlich das Ziel, dass wir einerseits schauen, dass wir die Sachen, die uns wirklich sehr, sehr krank machen, das können Bakterien wie ein Parasiten sein, reduzieren, gezielt reduzieren, aber auch gleichzeitig die Faktoren, die uns gesund erhalten oder auch gesund machen, dann dementsprechend erhöhen. Und das sind die physiologischen Bakterien, dann zum Beispiel auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Bestandteil. Hauptsächlich aus Bakterien. Wir haben weitaus mehr als 10-mal so viele Bakterien, als wir menschliche Zellen zum Beispiel haben. Wir besitzen mehr bakterielles Genom, als wir menschliches Genom im Prinzip eigentlich besitzen. Wie also wichtig nehmen wir uns? Gell? Genau so ist es. Woher nehmen wir eigentlich im Prinzip die Frechheit zu sagen, dass das ein schädlicher Anteil ist? Und das reduziert werden muss. Naja, man merkt es dann eh, wenn es reduziert ist, was es für Auswirkungen aber hat. Aber das ist wieder der bekannte 200-jährige Krieg zwischen Erreger und Milieu, ja, was ja eigentlich längst entschieden ist, dass das Milieu entscheidend ist und nicht der Erreger. Richtig. Epigenetik hat das Gleiche wieder bewiesen. Und heute sind wir aber wieder voll auf der Erregerebene. Also eigentlich sind kein bisschen weiter als vor 200 Jahren. Die Problematik ist, dass wir vor dem Erreger per se immer mehr Angst haben. Das ist aber bei allen Lebensgewohnheiten leider Gottes so.
Das ist auch der Grund, warum alle Alarmanlagen meistens zu Hause haben und die Türen und die Fenster am liebsten mit Gitter versperren würden, weil wir vor dem potenziellen Einbrecher mehr Angst haben als vor Besuchern. Ist auch wieder ein Fluch der digitalen Welt letztendlich. Natürlich. Ich meine, dann findet man wieder etwas und die ganze Welt weiß es am nächsten Tag. Genau so ist es. Das ist auch die Problematik. Ne? Ja. Das ist diese ganze moderne Lebensstil ist eigentlich etwas, was uns negativ beeinflusst. Und wir müssten diese positiven Ebenen, die wir aus dem modernen Lebensstil herausnehmen, aber gleichzeitig in Einklang bringen mit dem normalen Leben, unter Anführungszeichen. Biologisch. Gut. Genau. Noch abschließend, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen eine Schatztruhe geöffnet und gezeigt, wie man eins leben könnte mit den Bakterien, aber bestimmt kannst du mir noch irgendwelche Plattformen nennen, absolut, wo Zuschauer einfach mal sich noch ein bisschen reinlesen können und wissen, was gibt es denn alles für meine Haut, was gibt es für Desinfektionsmittel, wie kann ich einen Raum zum Beispiel optimal machen oder auch meinen Darm. Ja. Wir arbeiten momentan direkt auch an einem Lufterfrischungssystem. Das heißt, dass wir auch mit effektiven Mikroorganismen, mit probiotischen Keimen auch das Luftmilieu oder das Luftmilieu dann dementsprechend schwängern. Das heißt im Prinzip schwängern. Das dann dementsprechend. Das heißt, dass wir dann im Prinzip eine optimale Besiedlung des Raumes dann mit physiologischen Bakterien haben. Daran sind wir gerade in Arbeit. Also wir machen das im Studio immer. Wir sprayen perfekt über dem Raum wieder, damit es alles gut ist. Es gibt bereits wissenschaftliche Arbeiten, auch in Krankenhäusern durchgeführt worden sind, mit sensationellen Ergebnissen. Ja. Es gibt auch Arztpraxen, die uns direkt darauf aufmerksam gemacht haben. Ich kooperiere ja sehr, sehr eng mit der Firma Microveda in Deutschland und bekomme dann auch immer wieder Aufträge. Also meine Aufgabe ist es dort natürlich auch, Produkte zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Mhm. Und da ist auch immer wieder eine Anfrage von Ärzten, die dann sagen, naja, gibt's nicht die Möglichkeit, dass wir dann dementsprechend auch das sprühen können, dass wir ein Raumspray zum Beispiel haben. Es gibt von der Firma Microveda ein Reinigungsmittel zum Beispiel auch auf Basis von effektiven Mikroorganismen, mit dem kann man bereits arbeiten, das ist sehr, sehr gut. Wir putzen zu Hause alles damit. Also es wird auch zum Beispiel die Katzenkiste, also die Katzentoiletten werden damit gemacht, es wird die Küche damit gereinigt, es wird das Bad damit gereinigt, es wird das Klo damit gereinigt und haben absolut. Ach. Wunderbar. Ich finde alles auf dieser Plattform, wo du gesagt hast, kann ich mich schlau lesen und sehe, was es alles gibt. Das wäre einmal microveda.info oder auch die microveda.ch. Mhm. Immer mit Vogel V bitte geschrieben, nicht mit W wie Walter. Wenn Sie aber mehr Fragen haben, zum Beispiel auch als Zuseher, können Sie mich gerne auch erreichen unter mail@darmcoach.at. Das wäre die Mailadresse von der Praxis direkt. Oder eben natürlich auch über die Firma Microveda, wo ich auch direkt an der Fachhotline sitze, wenn irgendwelche speziellen Fragen dann auch dementsprechend sind. Da kann man mir natürlich dann auch dementsprechend auch ein Mail schicken an die health.info@microveda.de oder eben direkt an die mail@darmcoach.de. Super, ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. War für Sie der Marco Privitera, der Biologe, und ich denke einfach, es tut uns doch alle gut, mal wieder zu hören, wie die Natur funktioniert und wie wir eins sein können, wieder ein bisschen mehr mit der Natur zusammenzuarbeiten. Denken Sie daran, Konservierungsmittel haben wir heute gehört, ein ganz, ganz, ganz heikler Punkt, und wir haben auch andere Dinge gehört, wie Desinfektionsmittel, wo man wirklich alles tötet. Ja, das hat vielleicht in einer Pandemie absolut auch Sinn gemacht, wurde auch offiziell so empfohlen. Aber die Frage ist einfach, inwiefern wir hier nicht sofort wieder einen Schutz hinfügen sollten, wenn wir schutzlos sind und das Haus offen steht und wir frei sind und offen sind für alles, was kommen möge. Und ich denke einfach, diese ganze Sensibilisierung, die wir heute durch diese Sendung Ihnen nach Hause gebracht haben, hat seinen Zweck sicherlich erfüllt, dass wir da verstehen, dass die Bakterien nicht unsere Feinde sind, sondern eigentlich zum Leben gehören und uns eigentlich zu dem machen, was wir sind. Herzlichen Dank fürs Zusehen, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.